So, wir gehen rüber zu. Wir gehen rüber zu Lego Fanboys abkassieren. Wurde sehr oft vorgeschlagen. Ist auch schon 3 Tage alt und wir haben es nicht geguckt. Schauen wir rein jetzt. Let's go. Wie keine Harry Potter Fans? Warum sind es keine Harry Potter Fans? Okay, ich bin sehr gespannt. Der Steine, man kennt ihn. Ja. Er sieht nicht sehr, sehr seriös aus. Das waren 2.500 Euro. Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt an meinem Herzen von Europa vor meinem Laden heute. Und ich habe den Aaron da. Ich habe mir einen Praktikanten besorgt. Hallo Thomas, ich bin heute da, um dir mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und Lego zu verkaufen. Kobi zu verkaufen. Wir haben Kobi und Xingbao Wang Yi, du bist toll. Wir haben Kobo und Xingbao Wang Mi. Alles, wovon ich noch nie gehört habe. Aber let's go. Hauptsache draußen ist das Lego-Logo. Und die kannst du meinen Kunden alle erklären. Und wenn du es nicht mehr kannst, helfe ich dir. Also wie sind deine Kunden? Meine Kunden sind großartig. Sind es dicke Nerds, die keine Freunde haben und sich freuen, wenn ich ihnen die Hand gebe? Wer ist der beste Praktikant? Hey Aaron! Ein Aaron für alle Fälle. Alles klar. So, schau mal, das ist es. Ist es nicht toll? Ich bin erschüttert, man sagt, er ist klein, aber er ist wirklich klein. Das sind zwei. That was she said. Ich bin erschüttert. Man sagt, er ist klein, aber er ist wirklich so klein. Also ich sag mal so, er sagt ja immer, willkommen aus meinem kleinen Lädchen aus dem Herzen von Frankfurt oder so, in Herzen Europas, mit in Frankfurt oder keine Ahnung, auf jeden Fall. Ist nicht untertrieben. Der ist wirklich sehr klein, dieser Laden. Der ist wirklich sehr klein. Einmal 2 Meter. Also Thomas, viele kenne ich ja nicht. Du bist ein super erfolgreicher Lego-YouTuber, aber hast einen Laden. Ich habe einen Laden, damit habe ich ja gestartet. Der YouTube-Kanal ist ja Werbung für meinen Laden, dadurch ist er ja gestartet. Ah! Das war ja mal der Plan, dass ich Leuten, die weiter weg sind, Frankfurt hat viel internationales Publikum und die leben nicht in Frankfurt, haben bei mir eingekauft und denen habe ich dann kleine Sets vorgestellt und das denen als Video zukommen lassen und dafür habe ich YouTube gewählt als Plattform. Und dann stehe ich hier, ich habe ein paar aufgebaute Sets natürlich da, die Schaufenster habt ihr ja gesehen, die sind vollgepackt mit Zeug. Ja. Und hier drin ist auch noch was, momentan ist hier ein bisschen umgestaltet, weil der Laden zu klein ist, dass ich hier noch ein Regal reingezogen habe, die Theke ist vorne und hier ist die Palette Harry Potter jetzt eingetroffen, die... Harry Potter! Es ist mir eine Ehre! Ich habe ja auch noch andere kleine Sets, die müssen wir auf jeden Fall, das müssen wir halt noch alles verräumen, das ist für mich immer die Sache. Gleich kommt Kunde und dein Laden sieht so aus, in meinem Backshop hätte das nicht so stattgefunden. Wo kommt es denn hin, alles? Hier ist ja schon voll. Nee, das ist noch nicht voll. Es sieht zwar voll aus, aber da geht noch was. Du bekommst von mir erstmal in voller Freude ein paar Arbeitshandschuhe, damit deine zarten Händchen, deine YouTuber-Händchen nicht leiden. Dann habe ich ein wunderbares Messer, was ich mir irgendwo gefunden habe. Ja. Und gib mir dein Lego. Ich zeig dir das jetzt mal so, wie du das machen kannst. Jetzt hast du da muss man jetzt ganz doll aufpassen, dass man nicht das auf... So richtig, ganz genau. Der Vorteil an Ganzen ist, erstmal an der Seite kannst du gut aufschneiden. Ja, fast. Oh, ich bringe dir das immer bei. Ja, als Kind, ich durfte im Kindergarten auch noch nicht schneiden, ich durfte nur reißen. So, und jetzt schaust du mal. Was haben wir denn da? Was ich mal sagen muss, was ich stark finde, ist, dass der Held der Steine, ob man jetzt Lego-Fan ist oder nicht, ob man jetzt das, was er macht, so mag oder nicht, er wirkt, von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, wirkt er einfach sehr authentisch und ehrlich. Und er sagt auch ungemütliche Wahrheiten über Lego, wenn er mal irgendwas nicht gut findet. Wenn er zum Beispiel, der hat ja schon öfters Lego so ein bisschen gebasht, nicht grundlos, sondern wenn Lego irgendwie Scheiße gebaut hat, hat er auch mal negative Sachen zu Lego gesagt, obwohl er ja quasi eigentlich von seinem Laden, würde ich sagen, zum größten Teil Lego-Produkte verkauft, also ist es ja auch im schlimmsten Falle so ein Schnitt ins eigene Fleisch, aber es ist, finde ich, gut, dass er trotzdem ja ehrlich seine Meinung und so sagt, ne? Auch zu Lego-Sachen, obwohl er quasi davon lebt. Finde ich gut, finde ich sehr, sehr stark. Was Schönes. Ach, Harry ist zu Hause! Oh, da geht er ins Harry Potter, sie dürfen nicht nach Hogwarts! Du kannst hier kannst auch die Briefe einwerfen hier oben, kommen dann unten raus. Das Harry Potter macht Lego tatsächlich aus irgendeinem Grund gut, ich weiß nicht warum, das sind wahrscheinlich... Weil es Geld bringt. Das könnte ja bei Star Wars auch der Grund sein. Aber anscheinend sind die Rechte... Star Wars machen sie scheiße? Ja, Star Wars machen sie scheiße, genau das meine ich. Wenn irgendwas scheiße ist, dann sagt er es auch. Und er beschönigt nicht Lego, oh, Lego ist so toll, weil er mit Lego Geld verdient, sondern er sagt auch... Kuxtütchen. Das sind kleine Kuxtütchen, daran schleppe ich mein Bargeld abends immer heim. Das ist glaub ich dir. So, und jetzt erkläre ich dir mit diesem, den kannst du unten jetzt bitte auch noch aufmachen. Ja klar. Und wieso brauchen wir den Karton noch? Nein. Ja, und den falte ich dann so. Und dann macht man den in einen vollen Karton so rein. Oh mein Gott, du bist voll dabei. Ja, das habe ich früher nicht mit Lego gemacht, sondern mit Kippenstab. Bring mir die Europaletten vor, laden, dann können wir ein bisschen Ware aufbauen, ja? Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal eine Europalette getragen habe. Nummer 1. Hilf dir, Bissi, weißt du? Das ist gut. So. Du kommst dann dahinter wieder Marktschreier, wie du jetzt den Fisch an. Kennst du das? Hamburger Fischmarkt, so die Nummer. Du kommst dann hier mit den Sachen und. Lego, Lego! Der neue Fiat. Ja. Siehst du, dass hier oben das Schwarze durch die Farben durchgeht? Billigfarben. Ja. Problem ist, siehst du auch hier, dass die Fliese nicht die Farbe hat? Du siehst auch, dass der Stein farblich nicht Vielleicht passt. Ist es aber auch nur bei dem jetzt. Die Steine sind orange, der Stein ist wieder gelb. Einfach hier hinten, der Stein passt nicht. Oh mein Gott, was ist das? Was hat Lego da gemacht? Was für eine Qualität ist das? Das ist einfach eine echt miese Produktqualität. Was kostet der Bums? 80 Euro. Jetzt sei doch mal sauer und werf ihn auf den Boden und schreien, nein Lego, so nicht! Dann würde ich eher Harry Potter kaufen. Würdest du ihn trotzdem gut verkaufen können? Es gibt genug Fans, die einfach kaufen, weil es Lego ist. Das ist die Sache. Aber ich habe ihn aufgebaut da. Ich werde jedem, der das Ding kauft, das Ding zeigen und sagen, du weißt, dass das so aussieht. Thomas, da ist eine alte Frau direkt draußen am Schaufenster. Ist das richtig vertreiben. Also die geht schon von alleine. Gestern kam noch mal eine Palette Schlachtschiffe an. Die wollte einfach Stress machen, die Frau. Was kostet das Schlachtschiff? Das ist jetzt die USS Enterprise. Natürlich. In der nicht Limited Edition. Die 48,15 kostet 140 Euro. Wie viel verkaufst du da so?
Ah, jetzt an einem Wochenende? Ja. Also von der denke ich, die hier stehen? Warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Was? In der Nicht-Limited Edition, die 48,15 kostet 140 Euro. 140 Euro für so ein Paket und der verkauft an einem Wochenende alle, die er hat. Not bad. Lego, das ist Business, Leute. Das ist Business. Lego, das ist Business. Wie viel verkaufst du da so? Ah, jetzt an einem Wochenende? Ja. Simon, warum so schnell? Ist nicht so schnell. Ich hab's auf nur 1, also ich hab's nur auf eine Schnelligkeitsstufe schneller. Das Video geht 22 Minuten und deswegen habe ich es ein bisschen auf schneller gemacht. Wer da nicht mitkommt, denkt zu langsam. Kurs geht raus. Also von der denke ich, die hier stehen? Alle, die hier stehen. Das sind so 20, 30 Stück. 20, also ja, sagen wir mal 10 bis 20 von Enterprise. Ja. Weil die Sache ist, es geht ja dann hier drüben noch weiter. Wir haben hier oben noch die Zeppelin. Es ist wie Tetris. Da siehst du Iowa und Missouri. Das IM ist für mich die Abkürzung. Das ist Iowa, Missouri. Das hier ist die Y, das ist die Yamato. Ja. Da oben ist T, das ist die Tirpitz. Natürlich. Ich habe da das Stranger Things Ding gesehen, davon habe ich zwei. Was ist das mittlerweile wert? Hast du ein bisschen früh gekauft. Du hast gesagt, soll man kaufen? Nee. Ja, ist ja auch gut, kannst du auch kaufen, wenn du es magst. Als Wertanlage solltest du es natürlich kaufen, kurz bevor es vom Markt geht. Aber da du momentan eh keine Zinsen für dein vieles Geld kriegst, kannst du es auch jetzt schon kaufen. Das ist die nächste Reihe durch. Bei mir ist das ja ein bisschen thematisch geordnet. Zum Glück habe ich abgenommen. Shape World. Was ist denn bitte die... Jetzt kommt das Quiz, oder? 102,59. Wie redest du das vor? 10, Mann, dann sage ich auch 10,25,9. Also 10259, nur mal für uns. 10259, das ist ein altes Creator Expert Weihnachtsset. Das ist ein Creator Expert Weihnachtsset. Okay. Ich kenne das ja anders mit Zigaretten. Alleine so ein Lager zusammen. Krass. Du hast das ist einfach die Nummern, das ist einfach die Nummern auswendig kennt. Aufgemacht irgendwann mal. Hast du gesagt, ich mache jetzt einen Lego-Laden auf. Ich mache jetzt einen Lego-Laden auf. Damals war es ja nur Lego. Warum macht man auf einmal so einen Klemmbausteinladen auf? Lego ist ein nettes Produkt. Man assoziiert schöne Sachen damit. Weißt du, stimmt. Wenn du einen Handyladen hast, kommen die Leute rein und sind motzig. Weil irgendwas mit dem dämlichen Telefon nicht funktioniert. Der Vertrag geht nicht immer. Du hast schlechte Laune im Laden. Das war die erste Idee. Die zweite Idee war, ich bin hier in einem Wohngebiet. Und ich bin hier mitten im Wohngebiet. Da ist keine Gewerbe hier um mich rum. Und da wollte ich natürlich was haben, was zu den Familien passt, die hier wohnen. Das Durchschnittseinkommen ist hier sehr hoch. Habe ich gedacht, dann kannst du mit einem hochpreisigen Produkt auch da sein. Und Lego ist. Ein Fuchs, Alter, Simon. Das ist Kobi und nicht Lego. Die sind auch 100-mal besser, weil sie alles in der EU produzieren und nicht wie Lego in China. Ich habe absolut keine Ahnung von den ganzen Klemmbaustein-Konkurrenzmarken zu Lego. Kenne ich mich nicht aus. Ich kenne mich auch mit Lego absolut nicht mehr aus. Ich habe als Kind Lego gehabt, aber heutzutage ist es nicht mehr mein Interessengebiet. Aber ich finde es trotzdem interessant, jetzt mal zu sehen, wie das Business abläuft. Weil Business ist mein Interessengebiet. Das teuerste Spielzeug, was du kaufen kannst. Ich brauche dein Produkt, was im Lager nicht schlecht wird. Und Lego wird im Lager nicht schlecht. Das heißt, stimmt. Wenn du was kaufst und du kriegst es nicht verkauft, was machst du mit einer Festplatte nach einem Jahr? Die ist ein Drittel wert nur noch. Das ist schon ein kleiner Warenwert. Das ist ein Warenwert. Wenn du den verkaufen würdest, würdest du doch kein Fiat fahren, sondern vielleicht doch ein Toyota. Also ich habe noch mehr als das. Zeig ich dir auch. Magst du gucken? Gerne. Oh, jetzt kommt das Lager. Oh, der Flex. So, und dann guckst du dich mal um. Dann steht hier noch. Ein, zwei Kisten sind noch da, ne? Ey, das sind nicht ein, zwei Kisten, wenn jetzt nicht hier noch die Bundeslade auftaucht. Nee, ich hab hinten den Gral, wenn du den sehen willst, falls du dich interessiert. Aber ich meine, es war ja mal ein entspannter Raum. Eigentlich bin ich hier zwischendurch, als noch nicht so viel los war, Untergang, Mittagspause gemacht und bin mal eine Stunde gejoggt, einfach damit ich ein bisschen. Auf dem Laufband. Auf Wäscheständer. Auf diesem kleinen Laufband. Wir sind jetzt beide oben, ja? Und ich sag dir, Mensch, ich würde gerne die 60.007 haben. Ja. Dann weiß ich das, dass ich die habe. Das ist ein schönes Als wenn du die alle im Kopf hast. Ich habe die alle im Kopf, ich habe sie alle hier unten hingestellt. Ich weiß, das 60.007 ist von 2013 in City-Verfolgungsset aus der Nacht. City-Verfolgungsset. Oh, let it go, you can't hold me anymore. Möchtest du ein bisschen allein sein damit? Ist schon nice. Es ist lustig, es ist glitzerig. Aber es ist Lego Friends, die findest du scheiße. Ich finde sie unnötig. Also die Mädels spielen genauso gerne mit den normalen Figuren und du hättest das viel besser integrieren können. Lego ist eigentlich ein System, das man integrieren kann. Dass man die Sachen austauschen kann, dass Welten miteinander zusammenkommen können. Die Friends-Figuren passen nicht zu den normalen Figuren. Du kannst sie auch nicht hinsetzen, die sind zu groß. Sie haben immer diese dusselig ausgebreiteten Arme. Guck dir das mal an. Du kannst nichts anfassen. Ja, das finde ich aber auch scheiße, muss ich sagen. Wenn man plötzlich so andere Figuren einbaut, die nicht zum Rest passen. Weil Lego soll ja immer zusammen... Man soll immer alles zusammenführen können, ja? Finde ich auch scheiße. Die haben immer diese, lass mich dich umarmen, Hände am Start. Wir müssen jetzt Gas geben wegen der Pappe. Was man nur einfach mal zeigen kann, ist, Jasmin. Also erstens, Kuss. Normalerweise arbeitet Thomas mit Steffi und ich mit Marvin. Wir können ja mal kurz zeigen, wie die gerade arbeiten. Ja, die haben es hart. Ja? Oh mein Gott. Guck dir das, wie halten die das den Tag durch? Ich frage mich jetzt gerade, warum hast du eine hübsche Blondine und ich habe den da? Setz drin, auf die Palette hochkant stellen. Und mach ich, Chef. Sehr schön. Ja. Es sieht wirklich... Boah. Ach, das ist ja eine andere jetzt. Ja, das ist eine Titanic. Das ist eine Titanic? Das ist eine Titanic. Guck mal, Timon, Eisberg! Ich schwitze schon vom Auspacken. Hast du schön gemacht, das war eine gute Übung für dich. Aber jetzt bring's bitte wieder rein, damit die Sachen nicht nach Hättest du nicht drin auspacken kann? Hättest du, aber es war hier draußen für dich mal ganz gut. Du kommst zu wenig in die Luft. Jetzt muss ich mit Thomas nachher alles zu. Die ganzen Harry Potter Sachen kaufe ich. Ich glaube, das ist das erste Praktikum, wo ich Sachen direkt mitnehme und kaufe. Bei der Polizei bleibe ich nicht im Knast. Bei Dildo King habe ich noch Sachen bestellt. Aber komm. Wir machen ja die Tür hier vorne direkt an der Tür. Und dann können wir hier hinten das alles aufbauen. Ach, du machst hier vorne jetzt Top und dann das Fenster verkauft. Ich dachte, wir müssen hier Platz machen, dass die Kunden rumlaufen können. Ich will das haben! Oh. Wie oft sagt einer, ich hab keinen Bock, den zu bauen, gib mir den ganzen Fiat jetzt mit?
Gibt es auch sehr viele, weil tatsächlich das als Kulturschnitt hinstellen wollen, ja? Also nur für die Optik. Die haben aber keine Zeit aufzubauen, die geben das auch bei mir in Auftrag. Die sagen, ich hätte gerne in einer Woche das aufgebaute Modell so und so. Und dann baust du es denn auch. Das ist aber cool, das ist die coole Seite vom Job. Fürs andere Leute Lego aufbauen, ist nice. Dann baue ich das. Ich habe noch ein Dachgeschoss zu sanieren in Berlin, würdest du mir das auch aufbauen? Jederzeit. So, Aaron, großartige Arbeit. Wir haben jetzt mal kurz geschlossen. Bevor jetzt die Kunden kommen, müssen wir noch ein Altpapier wegbringen. Das Altpapier passt natürlich hier nicht in die kleinen Tonnen, die wir hier haben. Deswegen müssen wir die jetzt zu unserer wunderbaren FES bringen. Das ist unsere Entsorgungsgesellschaft hier in Frankfurt. Ah, okay. Guck hier, ich helfe dir noch ein bisschen bei. Hast du schön gemacht. Und damit der Vermieter nicht meckert, bringst du das immer weg? Ich bringe das immer schön ordentlich. Jeden Tag fahre ich da vorbei, sag den Jungs Hallo, bringe mein Altpapier weg und alles hat seine Ordnung. Ich hatte dafür ja auch meine kleine Ape, aber die habe ich jetzt meinem Kumpel dem Fahrradladen gegeben. Was ist eine Ape? Das war mal deine? Das mal, damit bin ich umgefangen, klar. Hast du da gar nicht reingepasst? Ich habe da reingepasst, Kopf zwischen den Ohren und ich war drin. Und dann sitzt du da drin und dann peitschst du seitlich aufs Blech, dass er Gas gibt und so, ist super. Und das haben Leute nachts umgeworfen? Ein paar übermotivierte haben das nachts immer umgeworfen. Okay, zum Kettenesel gehe ich im nächsten Praktikum. Jetzt mache ich erstmal bei dir weiter. Und das Thema war, dass ich dort ja hinten Europaletten reinstellen konnte. Hinten dieser Kiste ist genau eine Europalette. Ich versuche dir doch was auch fürs Leben zu geben. Weißt du denn, was ein Turtok ist? Ein Turtok? Ja. Das ist ein Pokémon. Die Weiterentwicklung von Shilok und aus Shilok war vorher Shiggy. Unnötig. Dann schaff mal hier, guck mal. Sind wir angekommen mit der wunderbaren FAS, nimmst du rein und alles da rein zum Altpapier. Hast du gar nicht schlecht gemacht, prinzipiell. Ja, halt, Appel weggebracht. Ja, du hast es nicht geschafft, du hast daneben geworfen. Ja gut, nein. Sonst treffe ich mit einem. Ich locke mal einen. Hey, ich muss ein bisschen Niveau reinbringen mal wieder. Aaron, fantastisch. Wir sind jetzt durch. Wir machen noch ein YouTube-Video, würde ich sagen. Ich habe Harry Potter-Sets da und ich habe keine Ahnung von Harry Potter. Du hast keine Ahnung von Harry Potter? Ich habe keine Ahnung von Harry Potter. Stümper. Ich habe einen Stümper. Jetzt habe ich gedacht, ich nehme dich mit und wir fahren mal rüber ins Studio. Und geh mal runter, dann sind wir endlich mal gegangen. Ja, jetzt sind wir endlich mal auf Augenhöhe. Ja. Ich glaube, du bist schön. Ja. Wollen wir rübergehen? Oha, jetzt fällt mir gerade erst auf. Selbst wenn Aaron auf dieser Stufe steht, ist er doch immer noch ein Stück kleiner als der Held der Steine. Entweder ist Aaron super klein oder er ist schon ziemlich groß. Ich weiß es gerade nicht. Ja. Nee, ich glaube, du bist schon. Ja, geh mal vor. Machst du gut. Los. Oh. Fahne reingesteckt. Hast du Probleme? Normalerweise treffe ich beim ersten Mal. Naja. Du musst da festhalten, dass der Schirm nicht wegfliegt. Kannst du hier den halben Tag stehen? Da ist jetzt meine Theke. Ja. Und jetzt können die Kunden hier 2-3 Schritte hochkommen. Wir verweilen hinter der Theke. Du kannst aber draußen natürlich ein bisschen für gute Laune sorgen. Das ist doch klar. Wir haben hier einen netten Schirm aufgebaut, damit hier die Gesamtstimmung hält. Wollen Sie Lego kaufen? Nein, guck. Direkt die Kunden angesprochen. Und vertrieben. Und vertrieben. Ehre. Deswegen heißt es auch Vertrieb. Guck mal, ist das Blaulicht? Und das ist. Nee, ist nicht zum Aktivieren, aber das ist. Oh, billig. Hält der Steine in Frankfurt Aaron Troschka am Apparat? Ich kläre mal Boba Fett Helm. Den Boba Fett Helm habe ich natürlich da, ja. Haben von 60 auf 50 Euro reduziert. Ist von 60 auf 55 reduziert. Das ist das sind praktisch Bausteine, aber. Warte mal ganz kurz. Da, ja. Ist von 60 auf 50 Euro reduziert. Der ist von 60 auf 50 Euro reduziert, sagt er. Und er sagt, ist von 60 auf 55 Euro reduziert. Er will sich 5 Euro in die Tasche stecken. So einer ist das. Ist von 60 auf 55 reduziert. Das ist er hat beschummelt. Das sind praktisch Bausteine, aber auf paar 60% geschrumpft. Ich habe auch eine Gänsehaut. Könnte ich die Grafzettel haben? Ja, natürlich kannst du die haben. Limited Edition oder normale? Normale. 30,86 bei den Schiffen. Bei Lego oder Kobi? Bei Kobi natürlich. Du möchtest den Boba Fett haben? Gerne. Kannst du noch mal, warum kommst du hier zum Held der Steine eigentlich? Ich habe mir sein Video angeguckt, also ich gucke ihn ja generell. Aber meine Videos schon ein bisschen lieber, oder? Nö. Einfach ganz klar, nö. Meine Videos guckst schon lieber, nö. Ja, Ehrenmann. Es ist absolut Ehrenmann gewesen. So. 30,86, du hast es wunderbar gemacht. So, soll ich noch eine Helmtasse dazu geben? Für 15 Euro. Moment, es gibt die Volltonfarbe für 15 Euro und für 10 Euro die nur bedruckt ist. Ja, ja, aber du nimmst die Volltonfarbe, das ist die Volltonfarbe. Die Volltonfarbe ist Gravur, ja? Ja. Ja, das ist die, die ich dir auch gegeben habe. Genau. Die welche Farbe denn? Ich habe gehört, Orange ist selten. Noch ein Kriegsschiff. Genau. Harry Potter. So wäre nochmal ein Trick für Profis. Man muss auch die Kasse bedienen lernen. Das ich wollte noch fragen, ob du den Super-Sternzerstörer hast. Den Super-Sternzerstörer? Allgemein. Das Super-Sternzerstörer ist ein Exklusivprodukt. Den gibt es nur bei Scheiß Lego direkt. Blau. Okay, jetzt wird das Video immer geiler. Am Anfang war es noch so, man hat erstmal so ein bisschen Eindruck bekommen, aber jetzt mit dem Kundenkontakt wird es richtig wild. So, und jetzt guck mal, das waren die Vorführer und dahinter stehen die, die verpackt sind zum Verkauf. Die haben wir schon alle angekrabbelt. Ja, und das ist ja nicht schlimm. Ich meine nicht den neuen Sternzerstörer, sondern den alten, diesen ganz langen. Achso, den wunderbaren ist ja aber auch ein Exklusivmodell gewesen, deswegen ist es keins, was ich bevorraten konnte. Da ist es immer mal so der Punkt, dass wenn ich irgendwo hier einen guten Deal kriege mit dem anderen, dass man was tauschen kann. Ja, haben wir also nicht. Wir haben Boba Fett aber. Er sieht nicht sehr seriös aus, deswegen Trinkgeld ist erlaubt. Nein. Spaß! Kein Spaß. So, jetzt hast du 555 angegeben. Ich wollte uns Trinkgeld berechnen. Wir könnten jetzt was über so gut lief über Provisionen reden. Nein, okay nicht. Ich hab mir den den Astrometer zurückgelegt. Harry Potter habe ich gestern auch gekauft. Gute Wahl, gute Wahl. Gute. Der junge Mann hat's drauf. Komm hier ran, du kannst hier rankommen. Du kannst mal rankommen und ihr könnt euch über Harry Potter.
Und zwar über Apollo Saturn 5 Rakete. Ja. Hast du die zufällig noch da? Die Saturn 5 muss ich gucken. Ich könnte einen, also die, meine sind alle verkauft. Das war ja auch ein Exklusivset, was ich nie hatte, weil Lego mir das nicht gibt. Ich habe von einem anderen Händler in Kommission eins da. Das Ding liegt aber bei 200. Davon würde ich dringend abraten. Oh, nee. Richtig. Darf es noch sein? Und dann würde ich gerne noch einen Gutschein wert für 30 Euro haben. Haben wir Gutscheine? Ja. Na klar, haben wir Gutscheine. Warum? Komm, dann nächstes Mal kauf mal was für 30 Euro. Ich sag mal, hast ja ein Video auch gesagt, extra 14 Euro mit 119 Euro da und alles, ne? Ja, gutes Video, was du gesehen hast, ist halt schon ein paar Jährchen alt. Butchü. Kleiner Erklärbär, immer wenn du im Handel arbeitest, immer das Geld vom Kunden in der Hand behalten, nicht in die Kasse machen, sondern erst in die Kasse machen, wenn er sein Wechselgeld hat und sagt, ich hab dir doch 150, du nicht, aber ich hab dir doch 150 gegeben und dann hast du Problematik. Das sind deine Erinnerungen aus der Jugend. Nee, das war nee, die Erinnerung im Backshop, wenn du Kippen kaufst und dann, ich hab dir doch viel mehr gegeben. Asozial, wer sowas macht, asozial. Viel Erfolg und falls Sie was Gutes auf YouTube sehen wollen, hey Aaron, ist ein toller Kanal. In dem Sinne, schönes Wochenende. Servus, ich hatte angerufen und wollte fragen, es hieß, ihr hättet noch ein Pariser Restaurant da. Ich frage, wie teuer das ist. Gastisch. Oh, ein Pariser Restaurant. Der Kenner. Nimm doch lieber Harry Potter, ist nahegenau reingekommen und ist gut, habe ich gestern auch gekauft. Ja, das ist wirklich. Okay. Demo ist einfach nur gelangweilt von Aarons Bullshit, glaube ich. Er denkt sich einfach nur, komm erstmal auf mein Niveau. Ja. Sind denn die keine Harry Potter-Fans? Da kommt ja die nächste Gang. Hallo? Ich hätte gerne eine Heldentasse. Eingepackt mit Niveau. So, wo haben wir denn? Weißt du denn? So eine Heldentasse. Auf jeden Fall. Welche Farbe? Auch schwarz. Dann bist du aber genauso wie er. Du brauchst eine andere Farbe, um cooler zu sein. Die schwarze ist die Kunst. Okay. Hallo, wir hatten einmal die Graf Zeppelin vorgestellt. Limited oder nicht limited? Ich habe nur die normale angegeben. Die normale angegeben. Willst du noch ändern? Ich glaube, es sind vier oder fünf Flugzeuge mehr oben auf dem Flugdeck und man bekommt einen Zettel, auf dem steht, dass man was Besonderes ist. Held der Steine, Aaron Troschke. Hallo, was kann ich für Sie tun? Ob Lego oder Kobi, ich bin für Sie da. Hat aufgelegt. Reicht euch der Karton oder wollt ihr noch eine Tüte haben und die Umwelt kaputt machen? Ich bin wegen dem hohen Besuch hier. Aber, hoher Besuch? aber die Steffi ist doch häufiger da. Du hast doch kein Problem. Stark, schlagfertig. Oh, es regnet. Ich bin voll damit, mach's gut, ja? Ciao. Danke, ciao. Läuft, dafür, dass es regnet? Läuft, es schüttet zum einen und tatsächlich sind es jetzt Kunden, die von weit her kommen und gar nicht Frankfurt genießen können in ganzer Pracht, sondern einfach nur wieder schnell ins Auto flüchten. Ich war gestern Abend, als ich am Feierabend war, am Frankfurter Bahnhof. Ich dachte, ich habe schon alles erlebt als Berliner, aber nein, weit gefehlt. Nein, das können wir toppen hier. Das können wir toppen, ganz entspannt. Es toppt sogar die Kölner Ringe vorm Nachtflug, muss man einfach mal sagen. Hallo. Hast du viel? Oh, hopp. Häschen macht Galopp. Es geht um den Kobi Luna Lander. Der Kobi Luna Lander, ich weiß es, du weißt es nicht, befindet sich dort hinten im Regal hinter den Lego Ferraris. Eins weiter unten ist der Concorde. Ja, hier. Das ist keine Concorde. Rechts. Hops. Ist ein bisschen eng. Da rechts. Ist das Flugzeug. So, und jetzt weiter rechts, hinter den Kisten, kommt ein Luna Lander von Kobi. Ich weiß das, ich habe ihn dort hingetan. Luna Lander. Ach, der hier. Ich möchte anbauen, ja, ich habe einfach mal hier zwischen. Das ist kein Luna Lander. Wenn sogar Timo Nein brüllt, muss ich ja mich gerade richtig dumm anstellen. Ein Luna Lander ist ein Forschungsgerät. Der hier. Ein Luna Lander. Leute! Guck mal weiter rechts, eine Mondlandefähre. Ach, dann sag doch was auf dem Mondland kann. So, ja. Hey, Schankette mit Käffchen, Eiskaffee, Bierchen. Ich habe 5 Euro das Stück. Kannst du mal dem Helden sagen, er soll sich Handyhalterungen machen? Handyhalterung. Ich wusste gar nicht, dass das gibt, bevor ihr mir gesagt habt, was das ist. Ja. Ich besorge welche. Du bist ein Ferengi und ein Trüffelschwein. Das ist das Thema hier. Immer noch den Leuten den letzten Euro rauszerren. Das ist dein Plan. Oh, die verkaufen jetzt das fertige Modell, oder was? So, und ein netter kleiner BB-8. 10262. Und das hier wollte ich euch noch zeigen, das ist das White House. Das ist der alte Starfighter vom Obi-Wan. Habt ihr schon alle neuen Harry Potter Sachen? Wir sind Männer, wir stehen nicht auf Harry Potter. Toxic Masculinity. Das war genau die. Oh ja. Habt ihr oder wollt ihr? Da wurde Aaron einfach mal hops genommen. Wollen wir, ja? Wollen wir. Das Lego-Haus, das war ein wunderbares Special, was es nur in Billund gab. Während das Lego-Haus gebaut wurde, waren die umliegenden Einzelhändler ja dadurch eingeschränkt durch die Baustelle. Was ist das teuerste? Das haben sie schon. Ach so. Und das könnte ich auch mal anbieten. So ein kleines, nettes Easter Egg, dass man hier noch sowas findet. So, und dann zeigen wir denen das mal. Und vielleicht freuen sich die Jungs. Und dann freue ich mich. Weiter geht's, die Euler brauchen wir auf jeden Fall. Achso, hebt mich. Ah, jetzt auf einmal doch Harry Potter, Jungs. Jetzt für Liebe. Aber das ist das dümmste Set. Guck mal, die guckt, als wenn, sie eine, als wenn man ihm einen Ball an den Kopf geschossen hat. Und das Schloss 75969. So, ja, Astronomieturm, machen wir das hier? Ja, hab ich hier. Guck mal, hier ist er direkt. Da ist auch einer, ja, sehr gut. Das da wohnt Harry Potter. Achso. Bei den Dursleys. Ja. Nehmen wir mit. Und dann fehlt euch eigentlich nur noch Raum der Wünsche und der dicke Bruder auf der Riese da. Das ist krass, dass das wirklich so nicht ich der einzige Junge bin, der sich freut wie keiner. Guck mal, eigentlich stehe ich da gerade. Und wenn du die in eine Zeitmaschine von der Mini-Playback schon machst, stehen sie auf einmal da. Und er ist die Marika Maro. 31.094. Ja. 75.967. 967. 75. Also Business ist booming, oder? Was da los? Oder doch, wenn man so. Ach so, ist sogar perfekt. So. Schönes Wochenende für euch. Ciao. Die Kollegen waren jetzt sehr kaufintensiv, was ja super ist.
Die Bank kaufen. Machen wir zu? Machen wir zu für heute. Meinst du, wir gehen? Also, die haben auf jeden Fall gut abgecashed, sag ich mal so. Also, Leute, so ein Lego-Laden in der richtigen Location mit einem guten YouTube-Kanal zur Promotion. Also, ich sag mal so, der läuft. Jetzt mal alle essen, ich gebe meine aus und wir haben's gut. Na, für wie viel haben die geholt? Das waren 2.500 Euro. Das sind, ist halt auch die Sache, da ich noch einmal im Monat offen habe, konzentriert sich natürlich viel auf diese Zeit. Ah, okay. Und die haben jetzt auch Pläne, die haben ja auch für nächsten Monat schon Sachen vorbestellt, die dann rauskommen oder die ich noch besorgen kann für sie. Die sind interessiert an besonderen Sets, die es sonst nirgendwo gibt. Und es ist jetzt zum Beispiel ein Thema, wir hatten ja 3-4 Sets dabei, so für 300 bis 500 Euro. Und da ist die Sache, dass sehr viele den Ladenverkauf bevorzugen, da sie sehen, dass das Set original ist, dass die Siegel tatsächlich noch geschlossen sind. Und sie wissen bei mir, dass es das keine Retoure war, die mal von der großen Kette verschickt worden ist. Vielleicht hat ein Kunde was rausgenommen und hat es als Retoure zurückgeschickt. Das große Kaufhaus merkt es nicht, schickt es wieder raus und ein Kunde bekommt möglicherweise was. Oh, Thomas. Mit großen Kaufhaus ist ja Amazon gemeint. Das war anstrengend, oder? War richtig schwer gearbeitet. Es war lang bei dir, dass du es nicht mehr hattest, oder? Richtig arbeiten, zu Leuten nett sein. Das war für mein Verhalten sehr nett. Was kriege ich jetzt so als Praktikumsnote? Praktikumsnote würde ich sagen, wie gesagt, der Einsatz war dann am Ende tatsächlich gut. Am Anfang freudig, fast gut. Also das war schon, ich würde sagen, wenn du noch 2-3 Mal hier so zum Üben kommst, kann man dich glatt verwenden. Geil. Das heißt, wenn YouTube mal nicht mehr klappt, kann ich deinen Laden übernehmen und du machst nur noch die YouTube-Videos. Und ich mache dann nur noch YouTube, genau. Und dann komme ich mal zu dir zum Praktikum. Genau, kommst du mal mit zur Venus. Also, so, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat. Sympathisch, sympathisch. Also sehr schöner Eindruck. Sehr schöner Eindruck. Daumen nach oben geben. Schreibt mal gerne in die Kommentare Kindheitserinnerungen an Lego, Klemmbausteine, was ihr davon haltet oder ob ihr Sammler seid. Gerne mal reinballern. Wenn ihr in Frankfurt seid oder einfach mal vorbeischauen wollt, hier, der Laden, der hat immer am ersten Wochenende des Monats offen, könnt ihr den Thomas besuchen. Oder ihr besucht seinen Kanal, weil da ist ein Video von uns beiden. Link in der Videobeschreibung oder jetzt auch in der Endkarte eine kleine Aussicht, was wir Schönes gemacht haben. Jetzt tschüss, ich gehe noch ein paar Sachen. Ah, immer am ersten Wochenende des Monats. Ja, checkt Aaron gerne aus für mehr solcher Videos. Hab jetzt ein bisschen spät reingeschaut, aber ich muss sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Küsse gehen raus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal.